Hallo und herzlich willkommen bei Hair Talk, eurem 1x1 für die Haare. Ich bin euer Alexander, Friseurmeister seit 2 Jahrzehnten. Heute soll es um das Thema gehen, was ist im Haar tatsächlich nachweisbar? Was steckt in eurem Haar? Das sind immer wieder Fragen, die die Weltöffentlichkeit beschäftigt, das die Menschen beschäftigt, und da möchte ich heute Aufklärung bieten. Im Haar steckt nicht nur Horn und Kreatinin und was auch immer. Ja, es ist nicht nur flüssiger Zellstoff, sondern es lagern sich auch Stoffe ab, die schlussendlich nicht gesund sind. Ein ganz bekanntes Beispiel hierfür ist oder wäre zum Beispiel der Cannabiskonsum. Das kennt der eine oder andere vielleicht von euch. Und dementsprechend muss ich euch nicht sagen, dass dies im Haar abgelagert wird und man bei längeren Haaren sogar sagen könnte, in welchem Zeitraum das konsumiert wurde. Nur so viel dazu. Und wenn diese Substanz schlussendlich nachweisbar ist, ist es rein logisch, dass auch andere Substanzen, Schadstoffe, Umwelteinflüsse im Haar sich ablagern. Schlussendlich auch und vor allen Dingen über die Ernährung, wenn wir hier nicht auf Bio achten oder auf Demeter, was natürlich noch besser wäre, oder der optimalste Fall, die Lebensmittel selber angebaut. Wenn wir hierbei das alles etwas vernachlässigen und auch sonst zu Convenience-Produkten oder zu Fastfood greifen, muss uns klar sein, dass dies alles Auswirkungen hat und schlussendlich auch ins Haar geht. Dass dann dieses Verhalten schlussendlich vielleicht sogar der Auslöser ist für eventuelle Situationen des Haares, die ungünstig sind, die dann wieder versucht werden, mit entsprechenden Behandlungen zu korrigieren, sprich fettiges Haar, sprich Haarbruch oder schütteres Haar etc. etc. Da wäre die Liste lang. Deshalb kann ich euch an der Stelle nur sagen, es bringt euch einen Mehrwert, euch gesund zu ernähren, euch ausgewogen zu ernähren. Es ist nicht nur für die Haare einen Mehrwert, sondern auch für dich und deinen Körper. Weil nur wenn der Körper gesund ist, sind die Haare es auch. So schlussendlich die Folgerung, die natürlich aus meiner Sicht zumindest korrekt erscheint. Ich hoffe, an der Stelle hat euch diese Information einen Mehrwert geboten, so würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video sehen müssen, dann teilt es doch mit ihnen. Und wenn an der Stelle Fragen aufgetaucht sind, die bisweilen unbeantwortet blieben, scheut euch nicht, schreibt sie in die Kommentarsektion. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, habt ihr diese Erfahrungen auch schon gemacht, wie ihr euch ernährt, dass sich das auf die Haare schlussendlich auswirkt. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Auch dieses einfach in die Kommentarsektion. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hair Talk, dem 1x1 für die Haare.